Hallo in die Runde, da ist er, der Bauer aus der Mark. Fragen über Fragen. Auch für die Sofabiologen, die mir immer vorschreiben wollen, ja, du musst Paludi-Kulturen machen. Dann wächst das ganze Jahr was. Wir haben Winter. Guckt mal aus dem Fenster hier. Nehmt euch mal mit. Das ist Wasser und da hinten ist ein Fluss. Und da steht auch Schilf. Moment. Ja, das ist Schilf. Genau wie hier. Ihr wisst, was Schilf ist. Und nun haben wir die Frage zu klären. Paludi-Kulturen. So, ich habe mir da ein paar Stichpunkte gemacht, das große Google-Buch aufgeschlagen und mal nachgeschaut. Weil ja von vielen Sachen Moorvernässung und das soll ja nur alles passieren. Wie viel 1000 Hektar hier nur in Brandenburg sind, entlang diesem Fluss. Und wir haben mehrere Flüsse, wir sind das wasserreichste Land Deutschlands. Aber da kommen wir dann später mal irgendwann drauf zu. Wir haben Paludikultur, sagt viel aus oder ist ein hochtrabender Name, aber das sagt nur so viel aus, dass das Feuchtkulturen sind. Da wächst zum Beispiel, wie soll ich euch sagen, also Schilf wächst da, Rohrkolben wachsen da und, und dann gibt es noch, das ist jetzt Niedermoor und dann gibt es noch das Hochmoor, das ist in den Bergen, also da, wo das Wasser auf dem Berg steht. Ich war in Schottland, da war das auch so. Am Berg stand Wasser und da hast du nass. Deswegen haben die Schotten noch einen Rock an, dass die Hosenbeine nicht nass werden, konnten die den Rock nehmen. So, und dann aus Wolle. Warum? Weil Wolle schnell trocknet. So, und Torfmoose wachsen in diesen Hochmoorgebieten und die wachsen auf. Über Winter ruhen sie, dann wachsen sie wieder auf und so weiter. Und dann hat man die als Torfstiche genommen für Gartentorfe und so weiter. Und das Niedermoor war früher auch so, da waren Torfstiche für Heizmaterial, was man sich ja heute nicht mehr vorstellen kann. Oh, mit Torf heizen. Hallo, das war früher so und daraus sind die Kulturlandschaften entstanden. Hier in der Gegend, in der Flussniederung zwischen und so weiter. So, dann habe ich gelesen, dass Paludikulturen, da wird schon 20 Jahre dran geforscht, von einem Institut in Niedersachsen und niemand hat belastbare Zahlen bis jetzt gefunden, die einen Nutzen bringen könnten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ja wir sollen ja alles nachhaltig machen, nachhaltig bauen, dass wir alle Betonziegel, die wir jetzt noch hergestellt haben, verbauen und alle Häuser, die jetzt kommen, nehmen wir dann Rohr, also Schilf. Wir bepflastern alle Dächer mit Schilfdach. Hat den Vorteil, bei einer dicken Auflage von 30 oder 35 cm, dass denn die Wärmedämmung schon mal gegeben ist. Da muss ich nicht nochmal extra was einsetzen. Das Problem ist nur, es gibt keine Handwerker, die das noch verarbeiten können. Oder ganz wenige. Dann müssen also so einige Bauherren sehr lange auf ihr Zuhause warten, bis es denn gedeckt worden ist. Das Problem ist nur, dass die Wiedervernässung auf einigen Standorten mindestens 14.000 Euro pro Hektar kosten würde. Und auf diesen Hochmoorstandorten sind ja auch Zahlen entstanden. Da würde ja, um diese wieder wirklich so in den Urzustand zu verbringen, was ja unsere Generation vorher für die Nutzung der, also Nutzung Kultur, also kultiviert haben, ist es so, da müsste man 50.000 Euro pro Hektar aufbringen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in ganz Deutschland etwa 1,5 Millionen Flächen haben, die der Vernässung zur Verfügung stehen sollten, weil ja einige Tänzer und Klatscher dazu haben wollen, die dann auch immer diese Paludi in Spiel bringen. Das Problem ist nur, ganzjährig ernten, sag mal, im Sommer wächst das Schilf, im Winter trocknet es ab und dann kann ich es im Januar, Februar ernten. Aber damit kann ich kein Tier futtern, ich kann damit keine Energie, doch, ich kann es verbrennen. Stimmt, ich kann es verbrennen. Also das aufgewachsene Schilf kann ich verbrennen. In einem Bioheizkraftwerk, nachhaltig, vegan. Oder die Torfmoose in diesen Hochmoorgebieten, ja, wenn das aufgewachsen ist, nach 10, 15 Jahren, ist da wieder eine Schicht entstanden, die man dann wieder abtragen könnte. Böses Wort, abtragen. Ach nein, CO2 und CH4 wird dann freigesetzt.
wir haben nun mal die Landschaft, unsere Kulturlandschaft, die unsere Vorväter geschaffen haben und wir kommen damit klar. Wenn jemand das gerne wieder vernässen möchte, dann soll er doch gerne in die Tasche greifen, aber das ist eine Enteignung. Weil viele, die Flächen haben, aber sie nicht bewirtschaften, weil sie verpachtet sind, sondern sagt der Bauer, okay, wenn die Fläche nass wird, kannst du behalten. Und der Besitzer sagt, ja, was verdiene ich jetzt da dran? Ja, der wird sozusagen eine kalte Enteignung. Deswegen bin ich dafür, dass man, bevor man diese Paludikultur oder irgendwelche anderen Sachen, Moorvernässung ins Spiel bringt, doch mal die Zahlen der Ernährung sich zugute führt. Aus dem Moor kann ich also keine Rinde ernähren. Deswegen hat ja der alte Fritz hier in dem Gebiet die Gebiete kultivieren lassen, um Tiere laufen zu lassen, um denn Käse, Fleisch, Milch und so weiter für seine Landeshauptstadt zu haben und für sein stehendes Heer. Manchmal hat er nicht nur gestanden, man könnte das durch die Gegend gelatscht und hat auch Kriege gewonnen. Aber die haben weiter gedacht als die Leute, die heute da sind und nur denken, wir müssen jetzt alles auf Null krempeln und müssen die Bremse treten. Siehe da in Lützerath, so ein kleines Dorf, was ja schon seit Jahren abgeschlossen ist. Da ist nichts. Ringsrum sieht man noch Ackerflächen auf einer Bildaufnahme von oben. Aber die werden dann irgendwann abgegraben. Solange können die Bauern es noch nutzen. Danach ist es weg. So. Und die Verträge sind geschlossen mit den ehemaligen Besitzern. Umgesiedelt, entschädigt und so weiter. Sicher trifft es die Leute, die da wohnen oder gewohnt haben, hart. Aber alle wollen sie eine warme Hütte haben. Deswegen. Und alle wollen auch was zu essen haben. Deswegen ist zu überlegen, ob wir unsere Niedermoorflächen wieder vernässen. Ja, also wir hier draußen werden satt. Die anderen ist ein Problem. Was wollen wir? Wollen wir nachhaltig wirtschaften mit den Flächen? Ich habe nichts dagegen, wenn der Wasserspiegel angehoben wird. Aber komplett vernässen und den Paludikulturen draus machen, wäre ein Fehler. Deswegen denkt mal drüber nach und schickt mir ein paar Kommentare. Der Bauer aus der Marke.